Hallo bei Tevino. Ich bin auf der Suche nach einem Wein für meinen Kollegen Andreas. Da wir in der letzten Zeit viele elegante, feine Weine hatten und das nicht so wirklich sein Geschmack ist, denn Andreas steht auf wirklich echte Männerweine, suche ich gerade einen Wein für echte Kerle. Der Johannes Einkäufer ist für ja, so einige Länder, zum Beispiel Bordeaux, Südafrika, ich glaube auch Rhône, glaube ich, dass ich hier fündig werde. Hey Johannes! Hey! Ich suche einen Wein für Andreas, also einen Wein für echte Kerle. Ein Wein für Andreas? Und für echte Kerle. Und für echte Kerle. Lass mal gucken, genau. Was ich hier. Was hast du denn da? Kannst du was? Warst du letztens auf Reisen? Den hier, den kann ich dir echt ans Herz legen. Das ist ein Lederon, das ist von Jeff Carell, der heißt irgendwie, hat sich anglizisiert sozusagen. Okay. Ist ein Franzose, ein total verrückter Hund und ich habe mit ihm Abend gegessen und wir haben ein bisschen seine Weine probiert. Und das ist richtig cool. Okay, das wird cool. Du meinst, schmecken. Es schmeckt ihm? Okay, aber super. Klar. Fantastisch. Wenn was nicht, ist drin? Grenache Carignan, Syrah wahrscheinlich, oder? Grenache Carignan, a touch of Syrah. Okay. In der Nähe von Carcassonne. Super. Vielen, vielen Dank. Bis okay. Dann. Viel Ciao. Spaß. Tschüss. Ciao. Hey Jungs, ich habe Wein für euch. Wow, genial. Ja. Was ist das für ein? Frisch von Johannes, hat Johannes empfohlen. Das Lederons aus dem Languedoc. Hm. Und zwar ist das Grenache Syrah und ein bisschen Sanson. Grenache Carignan, a touch of Syrah, genau. Okay, feine Mischung. Also eine sehr, sehr typische Mische für das Languedoc, also für Südfrankreich. Haben wir auch Gläser? Ja, wir haben die wilden Tassen heute mal. Selbstverständlich haben wir Gläser. Und das ist ein Wein, der etwas kräftiger ist. Du magst normalerweise spanische Weine, du magst die Weine ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr Tannin. Genau. Und ich glaube, wir haben hier eine tolle Alternative zu einem spanischen Wein, den du sonst gerne trinkst, aus Südfrankreich. Südfrankreich ist gerade wirklich im Trend, ist gerade eine Region, die sehr, sehr aufstrebend ist. Jeff Carell ist ein Winzer, habe ich gerade gehört, der sehr, sehr verrückt ist, neue Projekte macht, kleinen Winzern im Languedoc hilft, sich aufzubauen, sich zu vermarkten. Sollen wir mal probieren? Sehr gerne. Okay, cheers. Jetzt. Cheers. Tschüss. Riecht sehr fruchtig, ne? Ja. Man hat so ein bisschen, ich finde, was riecht ihr? Ich finde so ein bisschen Pflaume, rote Grütze, Beeren. Das ist beerig auf jeden Fall. Ja. Bisschen Würze. Sehr schön. Gefällt dir? Die gerne Spanier aus Frankreich. Herrlich. Sehr gut. Ist wirklich toll. Ist ein Wein, der Power hat, aber trotzdem sehr schöne angenehm. Schöne Würze auch ein bisschen. Schöne Würze auf jeden Fall. Ist ein bisschen kräutrig. Ja, ich würde gerne hier stehen lassen. Ein schöner Wein. Stefan, auch bei dir ins Schwarze getroffen? Ja. Nee, gefällt mir gut, ja. Sehr gut. Kannst du gerne öfter vorbeibringen. Also, ich habe den Wein für echte Kerle gefunden. Bin sehr, sehr froh, dass ich die Jungs glücklich gemacht habe und trinke auf Jeff.